Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück im Europa des Jahres 1939, den 22. September haben wir. Und der Zweite Weltkrieg ist jetzt wohl endgültig ausgebrochen. Das Deutsche Reich hat Polen angegriffen. Damit sind die Alliierten mit im Krieg, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Wir allerdings sind noch im Frieden und die große Frage ist, wie lange? Unsere Strategie haben wir das letzte Mal so ein bisschen erörtert. Wir wollen hier kampfbereit sein. Wir müssen abwarten. Wir wollen abwarten, was das Deutsche Reich tut, wenn Polen besiegt ist. Werden sie sich gegen Frankreich wenden? Werden sie hier die Grenze zu uns, einigermaßen mit reduzierter Besatzung hinterlassen? Oder wie werden sie ihre Kräfte aufteilen? Je nachdem werden wir handeln. Entweder wir bleiben hinter der Stalinlinie, die wir hier gut ausgebaut haben, oder wir gehen offensiv vor, um das einfach auszunutzen, dass das Deutsche Reich möglicherweise ihren Großteil ihrer Division wieder abzieht. Wobei das eine schwierige Lage ist, denn anders als in der Geschichte gibt es hier keinen Nicht-Angriffspakt. Wir haben diesen nicht unterschrieben. Insofern kann sich das Deutsche Reich nicht sicher sein, was wir tun. Das war auch in gewisser Weise Teil des Planes und so gewollt und ich bin gespannt. Hier oben sehen wir im Übrigen schon hier die Truppen, die an unserer Grenze übrigens schon stehen. Ich weiß gar nicht, warum sie das tun. Leider sehen wir überhaupt nicht, was wir hier für Divisionsstärken haben, anders als bei den Polen. Vermutlich haben die Deutschen da schon Verschlüsselungstechnologie. Wir müssen da, glaube ich, dringend mal nachlegen. Sonst geht das Ganze überhaupt nicht auf, weil wenn wir nicht wissen, wie viele Divisionen da stehen an der Grenze, können wir nicht entscheiden, ob wir angreifen können oder nicht. Das scheint mir jetzt wesentlich zu sein. Nun gut, das erstmal zur Erinnerung, zur Einführung. Es gab den Wunsch, dass wir mal hier in die Details gehen, in diese Spionageübersicht, wobei auch hier die Sachen relativ unzuverlässig sind aufgrund unserer nicht vorhandenen Spionagetechnologie. Ihr seht, das Deutsche Reich 166 bis 226 Divisionen geschätzt. Wir haben nur zum Vergleich mal 150 Flugzeuge, 1100 bis 2500. Wir haben 2500 natürlich auch ein bisschen anders verteilt. So vielleicht der Stand. Schauen wir uns mal die anderen Reiche an, damit ihr einen Eindruck bekommt. Die Polen 33 bis 67. Die Italiener 408 bis 1215. Flugzeuge 90 bis 197. Sehr, sehr ungenau die Schätzung. Die Franzosen und die Briten 3700 bis 4900. Wow. Okay, das ein grober Überblick. Gucken wir hier vielleicht noch mal in den fernen Osten. Japan 93 bis 159, 1300 bis 2700 sind uns hier natürlich in der Luft extrem überlegen. China doch mit sehr, sehr vielen Divisionen hier am Start. Mal gucken, wie lange sie das hier durchhalten. Okay, soweit dazu. Ein Augenmerk möchte ich allerdings nochmal richten auf Ungarn, denn das bereitet mir jetzt derzeit am meisten Sorgen. Ein relativ starkes Land, 49 bis 82 Divisionen. Rumänien hat nur 15, was ein eklatanter Unterschied ist. Und Ungarn, die sind gerade dabei, Kriegsziele gegen uns zu fingieren, beziehungsweise gegen Rumänien. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die hier, wie wir sehen, eben deutlich stärker sind. Sie können uns hier mehr oder minder überrennen und dann verlieren wir hier die wichtigen Ölreserven, beziehungsweise vor allem gehen die an die Achse, könnten die an die Achse gehen, das ist das große Problem. Wobei man sagen muss, dass Ungarn zwar faschistisch ist, aber noch nicht Teil der Achse. Also das ist so ein bisschen eine knifflige Situation. Ich weiß nicht, ob sie es wagen, alleine jetzt gegen uns anzutreten oder ob sie, warum sie jetzt hier diesen Kriegsgrund fingieren oder ob sie dann gleichzeitig der Achse beitreten. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wir müssen aber darauf reagieren. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass es vielleicht nicht so toll ist, wenn wir hier unsere Popularität der Kommunistischen Partei in Frankreich steigern. Ja, da habt ihr recht. Man sollte wahrscheinlich das Land jetzt nicht innenpolitisch destabilisieren. Deswegen werden wir das Ganze jetzt abbrechen und stattdessen nach Ungarn gehen und dort die Parteipopularität weiter steigern. Und wir werden auch gleichzeitig Folgendes machen. Wir werden, obwohl uns das sehr teuer zu stehen kommt, weil wir überhaupt keinen Fortschritt haben,
bei der politischen Macht. Aber ich würde sagen, wir werden auch gleich einen Staatsstreich inszenieren. Das dauert ja ziemlich lange, über ein Jahr, ehe das klappt. In der Zeit kann ja die Popularität der Kommunistischen Partei noch weiter ansteigen, sodass der Staatsstreich dann mächtiger wird. Allerdings, um überhaupt noch ein bisschen Machtpunkte zu haben, müssten wir dann hier in Schweden unsere Einflussnahme erstmal aufgeben. Ich glaube, das machen wir. Sonst wäre das zu viel des Guten. So, dann gehen wir mal nach Ungarn und werden jetzt beginnen, einen Staatsstreich zu inszenieren. Und jetzt haben wir gelernt aus unseren Fehlern in Jugoslawien, wir bestimmen jetzt mal den Ort und Karpaten. Ukraine ist ein perfekter Ort für uns. Sehr schön. An unserer Grenze gelegen. Für Nachschub ist da auf jeden Fall gesorgt. So, das machen wir. Ja, jetzt haben wir zwar auch nur 0,25, aber immerhin ein bisschen was. Im Übrigen im Süden die gleiche Gefahr hier. Bulgarien tendiert auch in Richtung Achse. Ihr seht das hier an diesen diplomatischen Aktivitäten. Und sie haben im Übrigen schon dem Deutschen Reich einen militärischen Zugang gegeben. Das ist natürlich ebenso problematisch. Wir werden deshalb mal bei Rumänien Streitkräfte anfordern, ihre gesamten Divisionen, die wir jetzt steuern können. Und die werden wir auch steuern. Wir werden das mal hier ein bisschen besser organisieren. Den Panzer werden wir mal aus dem Gebirge rausholen. Ja, also die Schwachstellen sind ja besonders die Ebenen hier. Bringen wir den mal dorthin. Wir haben, glaube ich, hier noch einen Gebirgsjäger, genau. Der kommt dann auch ins Gebirge. Und hier im Süden müssen wir ebenso absichern. Wir bringen den mal hier hin. Den bringen wir hier hin. Den bringen wir hier hin. Den hier und die Einheit hier. Dann haben wir zumindest uns hinter dem Fluss positioniert. Und da kann ich nur hoffen, dass wir da zurechtkommen. Wobei, naja, also wir brauchen eigentlich noch mehr Zeit. Wir müssen jetzt anfangen, wirklich deutlich, deutlich aufzurüsten. Naja, mal sehen. So, dann habe ich von empörten Genossen noch Hinweise bekommen, dass es doch nicht sein kann, dass wir hier so wichtige Städte wie Minsk oder so einfach dem Feind überlassen. Ja, ich denke, wir können da mal eine Ausnahme machen. Deswegen werde ich mal hier nochmal ganz normale Schützendivisionen ausbilden. Und zwar, um genau zu sein, 4. Jetzt habe ich direkt 5 gemacht. 4, die wir dann nach Minsk bringen. Und gleich nochmal 4 hinterher. So, 4 hinterher, die ich nach Kaunas bringe. Dann sind das 2 Städte, die wir hier quasi heldenhaft verteidigen wollen. Potenzielle Heldenstädte. Und ich habe mir überlegt, natürlich können die leicht umschlossen werden. Aber um das zu verhindern, werden wir unseren mechanisierten Korps hier mal einsetzen. Das verlegen wir mal dorthin, die dort dann im Zweifelsfalle hier die Versorgungslinie freihalten. Mal gucken, ob das geht. Wir haben hier noch so einen Rumpfkorps. Ja, im Übrigen, das sei nochmal angemerkt, was ich inzwischen wirklich am meisten vermisse, am problematischsten finde, ist diese Armeestruktur. Die gefällt mir echt, so wie sie ist, überhaupt nicht. Also man kann ja wirklich Folgendes tun. Man kann jetzt hier unseren guten Panzerkommandanten, keine Ahnung, 24 Panzerdivisionen unterstellen, die dann von ganz im Süden bis ganz im Norden operieren können und seine Boni bekommen. Also das finde ich echt unbefriedigend. Ich fände es doch schön, wenn man, ja, wenn man sozusagen geschlossene Einheiten, Gruppen hätte, die dann auch lokal gemeinsam agieren müssen. Das macht einfach die Planung viel, viel, viel interessanter. Also ich hoffe da auf Mods, die diesen Punkt noch verändern, weil die Entwickler werden das wohl nicht tun. Aber das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr vermisse. Insofern bin ich jetzt ein bisschen unentschlossen. Packe ich diese Panzer auch in dieses mechanisierte Korps oder machen wir da ein neues zu auf? Ich weiß es nicht so recht. Wir ziehen es auf jeden Fall erstmal hier hin, um dort von dort aus gewissermaßen das Gleiche hier in Minsk tun zu können. Einfach hier den Nachschub zu sichern. So, wir machen mal eine neue Armee mit denen. Das ist schon in Ordnung.
nennen wir dann das zweite mechanisierte Korps. Vielleicht muss ich das noch ändern, ich weiß nicht, vielleicht muss ich dann doch alles einem General unterstellen, wenn wir nicht so viele haben. Wir haben auch unsere guten Panzergeneräle, die sind hier bei diesen beiden Armeen dabei, deswegen funktioniert das jetzt nicht. Ich will aber hier nochmal die Farbe ändern, um da auch gleich zu erkennen, um was es hier geht. Ja. So. Dann haben wir das und ich glaube, wir haben hier direkt noch einen Panzer, den wir diesem Korps zuordnen können und der dann auch hier hinfahren kann. Okay, gut. Soweit dazu. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen bezüglich Rumänien. Das ist was man auch nicht unmittelbar, was sich unmittelbar erschließt. Und zwar ein großer Vorteil von Marionettenstaaten ist es nicht nur, dass man von denen komplett die Truppen quasi manuell steuern kann, sondern man profitiert auch von deren Ressourcen. Und zwar in der Form, man muss sie zwar formal noch handeln, aber man muss dafür keine Zivilfabriken bezahlen. Und das ist natürlich super. Ich ärgere mich ein bisschen, weil man kann also umsonst gewissermaßen ganz viele Ressourcen einkassieren und schadet damit seinen Gegnern. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht früher gemacht habe, denn ihr seht, Rumänien, unser Rumänien exportiert derzeit 40 Öl nach Deutschland. Und das hätte man echt zumindest reduzieren können. Wir machen das jetzt mal. Wir werden komplett das verlangen, was wir verlangen können. Und damit sind es nur noch 25 von 40 nach Deutschland. Also das scheint mir eine feine Sache zu sein. So, dann will ich auch hier nochmal die Stärkung dieser Rumänienfront. Ich will hier nochmal die Flugzeuge umsetzen. Und zwar in Richtung Bukarest. Große Walachei heißt das. Und zwar eigentlich alle, die ich hier habe. Von dort aus sind sie auf jeden Fall näher dran. Gut, ach nee, und was wir noch machen könnten, wir könnten in der großen Walachei hier neue Luftgeschwader einsetzen. Und zwar die gesamten Zwischenkriegsjäger werden wir dort mal in Stellung bringen. Auch die neuen I-16, ne? Beziehungsweise sie sind ja auch ersetzt durch diese I-16-Erweiterung, die wir da haben. Die versuchen wir auch mal. Okay. So, jetzt hat er die hier irgendwie zusammengefügt oder nur einen Teil genommen, keine Ahnung. Die luftnahe Unterstützung bringen wir auch noch rüber. Gut. Soweit dazu. Dann habe ich noch Hinweise bekommen, dass ich, wenn ich schon hier so eine Kavalleriedivision erstelle, die Militärpolizeifunktion habe, dass ich dann noch die Priorität vielleicht runtersetze, dass sie nicht die beste Bewaffnung zuerst bekommen oder überhaupt erst zum Schluss bekommen. Aber in dem Zuge will ich dann auch mal unsere Artillerie-Schützendivision bearbeiten und hier die Priorität wiederum hochsetzen, weil hier möchte ich, dass zum Beispiel die Infanterieausrüstung möglichst schnell ankommt. Die sollen ja auch wirklich gut in der Offensive kämpfen. Okay, soweit dazu. Jetzt müssen wir uns mal um China kümmern, denn dort gibt es ein gravierendes Problem. Die Japaner haben hier tatsächlich es geschafft, einen ziemlich großen Kessel zu bilden und wir sind mittendrin mit unseren vier Divisionen. Da haben wir irgendwie nicht gut aufgepasst. Wir haben zwar Peking erobert, aber haben die Japaner hier durchstoßen lassen. Jetzt gibt es natürlich prinzipiell zwei Möglichkeiten, entweder nach Westen zu ziehen und hier den Durchbruch zu machen oder hier Tianjin und diesen Marinestützpunkt zu erobern. Ich glaube, wir werden dieses Mal versuchen. Ich hoffe, das gelingt. Sonst verlieren wir hier beide Divisionen. Vier Divisionen. Das wäre natürlich fatal. Ich will auch hier mal den Bereich, den Angriff auf Tianjin nochmal stärken. Mal gucken, ob das soweit gelingt. Okay. Wir lassen mal laufen. So, das ging aber richtig schnell. Er flieht. Uiuiui. Das ist überraschend. Was haben wir hier? Wir können Mitglieder in unser Bündnis laden. Xinjiang ist nun bereit, bei uns mitzumachen. Das ist natürlich hervorragend. Die haben sogar mindestens 23 Divisionen. Das ist sehr schön. Okay. Die können wir vielleicht nochmal gebrauchen als Hilfe gegen Japan.
So, wenn der jetzt flieht, ich glaube, dann kannst du vielleicht doch in Peking bleiben. Geht jetzt nicht, weil wir ebenfalls fliehen hier. Na gut, dann ist es halt so. So, bitte, bitte, bitte. Rolle hinein nach Tianjin. Ja, jetzt sind wir da. Hervorragend. Damit sollte das Thema wieder erledigt sein. Und unsere Einheiten hier in diesem Peking-Kessel müssten dann wieder versorgt werden. Was mir ziemlich wichtig erscheint. So, jetzt will ich die aber wieder in Peking stationiert haben. Und den Panzer bringen wir mal hier rein. Wobei, nee, lassen wir das doch nochmal anders. Wir müssen auf jeden Fall unseren Nachschub sichern, deswegen bringen wir ihn dorthin. Den Panzer dorthin. Peking ist natürlich symbolisch bedeutsam. Ja, nicht nur symbolisch, auch von den Siegpunkten her. Aber viel wichtiger ist natürlich noch der Nachschub. So, und hier unten, hier bin ich echt am Überlegen, ob ich nicht komplett mich hier aus diesem Schauplatz zurückziehe und unsere Leute auch ebenfalls nach Japan bringe. Vielleicht mache ich das. Also in den Norden bringe, nach Peking. Also mir erscheint, wenn wir hier vielleicht mal mit, keine Ahnung, 11 Divisionen agieren, dann hat das doch deutlich größere Durchschlagskraft, als wenn wir unsere Kräfte hier verteilen. Wir machen das mal. Ich versuche mal alle abzuziehen und zwar hier so ein bisschen in sicheres Hinterland, vielleicht nicht unbedingt ins Gebirge. Tja, ich weiß jetzt nicht, wie intelligent er seinen Weg wählt. Er wählt natürlich den Weg direkt durchs Gebirge. Ach Mensch. Komm, kann man das noch anders machen? Dann geht doch bitte erstmal hier hin. Den Rest erledigen wir dann. Ich hoffe, wir kommen da heil durch. Ist hier relativ nah an den Grenzen. Aber wenn wir die dort haben, dann können wir vielleicht, tja, richtig ein bisschen was reißen. Mal gucken. Aber erstmal schauen wir uns hier weiter die Lage an. Nicht, dass Tianjin gleich zurückerobert wird. Aber das war jetzt echt, glaube ich, eine wichtige Sache, dass wir das relativ schnell erreicht haben. Sonst wären hier ziemlich, ziemlich viele Divisionen der Nationalchinesen und auch natürlich unsere verloren gewesen. So, unsere Gebirgsjäger sind jetzt auch in Tianjin, das ist gut. Tja, ich frage mich. Ich meinte, na, hier ist noch ein Hafen, den erreichen wir nicht so schnell. Nee, nee, also dass die Japaner nicht versorgt werden, das kriegen wir kaum hin. Wir könnten natürlich hier irgendwie versuchen, einen Kessel zu bilden. Jetzt verlagern sie ihre Truppen auch massiv in den Norden. Mal gucken. Was macht. Oh, unsere Divisionen sind komplett hier angekommen. Hervorragend. Dann. Ich würde ja gerne hier etwa vorstoßen. Ich weiß nicht, ob er den Weg über die Hügel jetzt nehmen würde. Ja, das macht er. Dann ist das, glaube ich, zu verantworten. Allerdings jetzt strategische Verlegung direkt an der Front ist natürlich auch ein bisschen heikel. Aber wir riskieren das mal. Das sieht ganz gut aus. Und wir haben die nächste Forschung abgeschlossen. Wichtig, A32. Sehr schön, der erste mittlere Panzer, den wir erforscht haben. Durch unsere Forschungsgruppe Astrov ist er etwas zuverlässiger und hat einen höheren weichen Angriff. Sehr schön. So, und jetzt, ich hatte es schon erwähnt, ich glaube, am dringendsten ist, mir scheint es zumindest so, Entschlüsselung jetzt zu erforschen. Denn ansonsten können wir hier kaum weiter Planungen machen. Also machen wir das jetzt. Okay, liebe Freunde, das war mal wieder der Einstieg in eine neue Staffel. Viel zu organisieren. Ihr hattet ja auch mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass das Micromanagement drin bleiben soll in den Aufnahmen. Das mache ich gerne. Also ganz, ja, ganz unerhebliche Kleinigkeiten mache ich sicher auch mal off-cam. Es wird also irgendwie eine abgewogene Sache sein. Aber vieles werde ich zeigen. Gut, okay. Soweit erstmal für diese Folge. Wir sehen uns wieder. Ich freue mich. Bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.